Miss Dürrmann besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. So, und damit auch von mir nochmal herzlich willkommen zu Assassin's Creed. Ich muss... Alter, geht, kann man die Sounds ehrlich nicht leiser machen? Muss ich nachher nicht machen, wenn ich links bin. Alter, hier. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Okay. Gehen wir mal Pen drüber, so müssen wir eine Pause haben. Schon wieder die Schrift. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. So, dann gehen wir wieder in die Maschine. Ich nehme das jetzt aber, wo ich noch nicht einmal... Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also, warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Ja, dann steigen wir wieder in den Animus. Darf man denn? Jetzt darf man. Krugträger können leicht ihre Deckung verraten, wenn sie wegen ihnen ihre Krüge fallen lassen. Okay. Ihr habt euch bewährt, alter Ian. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht.
Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht, entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Ui, das Kurzmesser. Oder das Kurzschwert. Kurzschwert noch die Pelle. Oh, endlich konnten. Muss ich mal. Ich hab da auch wegen das Horn nicht. Mein Colt ist nämlich vor. Sparaufstärke lasse ich laut. Die Stärke. Weil im normalen Menü kommt bloß Grafik und Steuerung einstellen. Warum? Keine Ahnung. Das ist sehr komisch. Finde ich. Was haben wir jetzt hier? Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Natürlich. Prächtig. Das Werk eines Meisters. Natürlich nicht Meister. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Finde ich auch. Finde ich ebenfalls so. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Werft eure Waffen nicht so unbesonnen. Für einen zweiten Wurf gibt es oft keine Gelegenheit. Gut. Was mag ihn veranlassen, so zu rennen? Meine Mission. So, dann rennen wir jetzt mal los. Ich hoffe, es ist jetzt zu leise. Ich fand beim letzten Mal nicht schwer zu verstehen. Und das habe ich nämlich gar nicht so mitbekommen, weil... Wovor flieht er nur? Vor dieser Stadt. Das fällt einem aber gar nicht auf, wenn man selber spricht. Also, für er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Ach, aber selbst bist du auch ein Assassine, natürlich. Alles sehr schlaue Bürger, muss ich sagen. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Nee, ich bin Assassine. Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? Die irrsinnige Stadt, die ihr hier betreibt. Dann was doch gefälligst auf! Die Bauern wieder mehr. Jetzt werden die Bauern wieder meckern, halt die Klappe. Was er wohl vorhat? Mich umbringen. Also los geht's. So, bereiten wir zuerst nach Akkon oder nach Jerusalem? Wäre dafür, dass wir erst nach Jerusalem reiten. Warum? Weil Jerusalem im dritten Kreuzzug oder generell in den Kreuzzügen eine wichtige Rolle spielt. Mit Leichen können sie ihre Gegner ablenken. Die Soldaten verlassen ihre Posten, um sie zu untersuchen. Um mal etwas historisch zu schneiden. Die Assassine sind wirklich während den Kreuzzügen entstanden. Zwar nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt. Also nicht so, wie die hier rumlaufen. Es gab wirklich eine Rebellengruppe, die sich Assassinen nannte. Auf dem Schild steht. Es gab wirklich eine Rebellengruppe, die sich... Tötet ihn! Du entkommst mir nicht! Ha! Ja! Es gab wirklich eine Rebellengruppe, die Assassine... Die Assassine nannten, die waren auch Attentäter, so wie... Die Assassine hier, bloß sie sahen nicht so aus. Bestimmt.
Herr, du hast mir nicht entkommen. Gottloser, heiße die! Das kostet dich den Kopf. Es geht auch. Nein, das ist eindeutig geschlagen. Auf jeden Fall, die sind da entstanden und haben auch Attentate vollführt. Und ich denke, was so ist, man auch auf die Idee gekommen und hat die ein bisschen verändert. Oh. Mal gucken, wo wir hier lang kommen. Also ich kenne die Karte nicht in- und auswendig, deswegen nicht. Haltet ihn! Der kann nicht weit sein! Da ist er, ja! Warum seid ihr alle so böse? Ja, wer ist er? Wo ist er? Warum seid ihr alle so böse, wenn ich hier hochkletter? Das verstehe ich gar nicht. Ich werde natürlich nicht alle Flaggen sammeln, nur die mir auf dem Weg rumlaufen. Weil das einfach unsinnig ist. Geht es hier sogar weiter? Tatsache nicht. Nein. Geht's nach Jerusalem, also nicht da hin. Sehen wir die Kreuzung. Er ist weg. Ja, er soll. Wollte die also auch los und reist dann Richtung Jerusalem. Ja. Mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, wie sie die heilige Stadt dargestellt haben. Jerusalem, die Stadt, die alle damals wollten. Ja! Ja! Komisch. Ja. Ich bin nicht falsch, aber wir schneller die Jungs, wir auch was zu fährt. Jerusalem. Ja. Ja, das sind halt die Kreuzritter und dafür kann man irgendwie 100 Stück töten. Und die versuchen zu töten immer, wenn man die sehen, also die wollen immer töten dann. Meiner Meinung nach sehr bedrückend. Genau, wir sind auch exponiert mit dieser Flagge. Und König Rihards Truppen fällt mir gerade auf.
Die Franzosen sind mal mehr teilweise. Ich bringe euch zur Strecke! Nein, da habt ihr es gesehen mit dem Stein. Hier heraus, wo er sich verkriegt! Hier! Er ist hier! Da ist er! Verfolgt ihn! Das ist also König Richards Truppen, die sehr gut mit Stein werfen können. Siehst du denn nicht, dass du schon verloren hast? Das ist eine schwere Aufgabe. Ich bin viel besser, als du nicht sein wirst. Das ist zu. Nein. Siehst du denn nicht, dass du schon verloren hast? Magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren. Schwert des Teufels! Er war ein Diener Gottes. Ich bin die Rache Gottes! Halt die Klappe. Soll ich etwas Angst vor euch haben? Ich bin hier, als du mich hier niemals vergeben! Er ist auch. Er ist tot. Ich bin die Rache Gottes! Halt die Klappe. Ich bin der Teufel! Ein Diener Gottes! Führe den Thron Gottes! Weil wir sowas gegen, wenn man auf diesen Aussichtspunkt drauf geht, verstehe ich gar nicht.